7 Meilen, dann zweigt linker Hand einen Feldweg ab. Eine günstige Abkürzung, die direkt nach Gönningen führt. Danke. Oh nein. Was ist denn? Ach, Kind. Du tätest besser daran, die Flickwäsche zu erledigen. Die Müllerin wartet schon seit 2 Tagen darauf. Ach, Mutter. Was interessiert mich denn die Flickwäsche? Wo ich doch in 10 Tagen die Gattin des reichsten Samenhändlers in Gönningen werde. Noch ist er der Sohn des reichsten Samenhändlers. Aber du hast recht. Es wird Zeit, dass du endlich aus dieser Armut heraus heiratest. Schau mal, wer da kommt. Der Helmut. Helmut? Oh. Mutter, rasch. Halt ihn auf. Er darf mich so nicht sehen. Seraphine näht an ihrem Brautkleid. Unglück bringt's, wenn man das Hochzeitskleid sieht, bevor es die Braut am Altar trägt. So denken nur die Katholen. Und die Hexen. Hündchen, ach du Lästermaul. Gelobe Besserung. Weiß ich noch nicht. Heute Abend wird es etwas laut werden. Wegen der Samenhändlerversammlung. Samenhändler? Ja, ja. Sind wir alle samt hier in Gönningen. Vom Viertel bis zum Bürgermeister. Kennen Sie denn den Samenhändler Kerner? Den Gottlieb?
den Valentin oder den Helmut. Helmut. Der Helmut. Der ist gestern erst mit seinem Bruder Valentin heimgekehrt. Er hat's wahrscheinlich eilig gehabt. Wo ihm doch bald die Hochzeitsglocken läuten. Hochzeitsglocken? Ja, ja. Wundern tut es keinen. Seit Kindheit sind die füreinander bestimmt. Ein schönes Paar ist das. Der Helmut und die Seraphine. Durch die Tagesordnung, wenn nach jedem Punkt eure Privatdiskussionen beginnen. Der Kerner hat recht. Dann halt dein Maul und lass ihn reden. Wir zum Beispiel haben den Winter über das Gewächshaus und einen nicht unerheblichen Teil unserer Felder Versuchen und Experimenten gewidmet. Ah, die Kerners können sich so ein finanzielles Risiko leisten. Du redest um den heißen Brei, Gottlieb. Ja, genau. Sag endlich, worum sind es geht. Sind Sie auf der Durchreise? Verdammt, seht ihr denn nicht? Ob sie auf der Durchreise sind? Weiß ich nicht. Wenn wir es nicht tun, dann tun es die anderen. Dumm aus der Wäsche gucken werden wir, wenn wir Jahr ein, Jahr aus nur die alten Samenstriche abklappern. Auf unsere Stammkunden ist Verlass, weil sie uns vertrauen. Aber die werden nicht jünger. Wir müssen jetzt versuchen, die nächste Generation an uns zu binden. Mit neuen Ideen für ihre Gärten und Anwesen. Passt das in eure Schäden? Der Gottlieb und seine Sprösslinge, das sind begnadete Samenhändler und Züchter. Schon seit 5 Generationen. Und jetzt planen sie für die nächste Generation. Aber ein Samen keimfähig ist, das sehen die mit dem bloßen Auge. Jetzt ist es eine Sache der Erfahrung und des Vertrauens zwischen Gärtner, Händler und... dem lieben Gott? Ja, der Glaube hilft. Können Sie mir einen Gefallen tun, bitte? Solange ich später nicht beichten muss. Hier. Für Helmut. Wo kommt das her? Was machst du hier? Du weißt doch, die Leute, es wird geredet. Hast du mit dem Fahrrad... Ich krieg ein Kind. Ich krieg ein Kind. Bist du sicher, dass ich... Du weißt doch, dass du der Erste warst. Auch der Letzte? Hanna! Hanna! Dass du dich nicht schämst. Verlobt. Und mir ein Kind machen. Ich weiß. Und es war ja nicht der Unfall einer Nacht. 5 Tage und Nächte haben wir uns geliebt. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ich habe mir das nicht eingebildet. Nein, hast du nicht. Die Wahrheit hättest du mir sagen müssen in München. Dann hätte ich mir auch nicht diese kindischen Hoffnungen gemacht. Hanna, jetzt lauf doch nicht weg. Es ist meine Sache. Ist es nicht. Ah.
Da wird Vater sich freuen. Und? War die kleine Eroberung es wert? Ja. Was ist mit Sera? Was soll sein? Ein Mädchen zu haben wie die Seraphin, so schön, zartfühlend und schutzbedürftig. Lass gut sein. Da sitzt dieser Hammer im Gasthaus. Und das halbe Dorf weiß... Weißt was? Na, sag schon. Dass sie schwanger ist mit deinem Kind. Da wissen sie es eben. Helmut! Sollen unsere Eltern oder noch schlimmer, die arme Seraphin, deine Eskapaden vielleicht am Stammtisch oder auf dem Markt erfahren? Kann es sein, dass du dir mehr Sorgen um Seraphin machst als um mich? Du mochtest sie schon immer, nicht wahr? Ich bitte dich. Sie ist dein Mädchen. Ich habe mich entschieden. Und einfach mache ich es mir bestimmt nicht. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie schrecklich das ist, was du mir da antust. Aber irgendwie werde ich es überwinden müssen. Du und ich, wir schaffen das. Du wirst diesem Kind ein guter Vater sein. Alles Glück der Welt wünsche ich dir, Helmut. Das weißt du doch. Das ist sehr lieb von dir. Und mehr, als ich erhoffen durfte. Ich werde dir immer dafür dankbar sein.